Herzlich willkommen, liebe Auf 1 Zuseher, zur neuen Ausgabe unserer wöchentlichen Programmvorschau Auf 1 Blick. Die Zeit vergeht und wir befinden uns nun schon fast am Ende der vierten Sendewoche im Satellitenfernsehen. Wir ziehen nach diesem ersten Monat eine sehr positive Bilanz, was wir aufgrund Ihren überaus positiven Zuschriften auch dankend behaupten dürfen. Neben dem vielfältigen Programm konnten wir auch mit neuen Formaten überraschen. Aber damit noch nicht genug, denn was ich von unserem Programmchef Andreas Retschitzegger soeben vor der Sendung erfahren konnte, gibt es in der heutigen Ausgabe die nächste Vorstellung eines neuen Formats für die kommende Sendewoche. Lieber Andreas, schön, dass du wieder hier bist und dir die Zeit genommen hast, um zurückzuschauen und natürlich auch einen Ausblick in die neue Auf 1 Sendewoche zu geben. Servus Thomas, das mache ich natürlich sehr gerne und ein herzliches Grüß Gott an unsere Auf 1 Zuseher. Andreas, du hast letzte Woche schon mit Schlagabtausch auf 1 ein neues Format angekündigt. Jetzt ein weiteres neues. Was hat es damit auf sich? Richtig, Thomas. Wir wollen für unsere Zuseher stets eine Weiterentwicklung und Programmvielfalt bieten. Also sozusagen ein breites Spektrum an Sendungen und Themen zur Verfügung stellen. Aber das Programm ist ja schon sehr breit aufgestellt. Genau, neben den wissenschaftlichen und anspruchsvollen Sendungen wollen wir nun auch über die Satire in die breite Masse kommen. Mit Tim Kellner haben wir unser Programm in diese Richtung jetzt nun auch schon erweitert. Ich darf auch noch darauf hinweisen, dass wir unsere altbewährten Formate nicht zugunsten der neuen eingestellt haben, sondern unser Programm eben um diese neuen Sendungen erweitert haben. Stichwort Programm. Was waren die Höhepunkte für dich in der laufenden Sendewoche? Schwer zu erraten, Thomas. Am Montag starteten wir wieder mit dem Love Priest Tim Kellner in die Auf 1 Sendewoche und davon habe ich einen kurzen Ausschnitt mitgebracht. Aber jetzt der Oscar für den besten fremdsprachigen Film. Und kann ich so unglaublich herzzerreißen. Tim, ein Story. It's Showtime! Ist das heute deine erste Demo? Warst du schon auf einer? Das können doch nur Idioten fragen, für meine Begriffe. Ich war schon mal mit Papa auf einer Demo. Und auf was, weißt du noch, was das für eine war? Ich finde, dass ihre Fragen ziemlich sinnlos sind. Ja, auch so eine von der letzten Generation. Letzte Degeneration. Warum möchtest du hier mitlaufen? Das kann doch überhaupt nur jemand fragen, der entweder vollkommen ahnungslos ist oder jemand, der also bösartig ist. Naja, weil es halt meine Zukunft ist. Ich will halt nicht so irgendwo leben, wo es dann ganz heiß ist oder wo überall Müll rumliegt oder wo überall Klimakatastrophen sind. Oh, fantastisch! Da hat die Gehirnwäsche aber schon komplett gefruchtet, ne? Ich will ein bisschen zumunkeln. Oh nein, was ist mit dem ZDF-Reporter? Mann, was macht er denn da? Das Bike ist doch sichtlich verunsichert. Ja, ich find's aber voll cool, dass du mitläufst, weil das ist echt das... Klasse, Kameraschnitt. Kurze, stilistische, herzerreißende Pause. Großartig. Es zeigt uns Älteren, wie wichtig das ist. Wie immer satirisch auf den Punkt. Höhepunkt, der nächste. Am Donnerstag hatten wir Chefredakteur Stefan Magnet mit seiner Sendung zum Thema Klimahysterie im Programm. Hier sprach er in gewohnter Weise tiefgründig und mit Hintergrundinformationen nochmal unseren Themenschwerpunkt Klima an und legte hier nochmal einen nach. Und davon habe ich auch einen kurzen Ausschnitt mitgebracht. Um ein Geschäft mit der Klimarettung zu machen, muss zuerst die Panik angeheizt werden. Und es
muss Notfallpläne geben, um den Leuten auch klarzumachen, dass überhaupt ein Notfall herrscht, gerade in einem Land, in dem es kaum über 30 Grad hat. Also erfand man in Deutschland den Hitzeschutzplan. Der Plan soll in Kraft treten, wenn die Temperaturen auf 35 Grad und die Luftfeuchtigkeit auf mehr als 70% steigen. Dabei bleibt völlig unklar, wo und wie genau diese Temperatur gemessen werden soll. Immerhin schwankt die Temperatur auch innerhalb der BAD stark, abhängig davon, ob man diese an einem See, auf einem Berg oder in einer zu betonierten Großstadt misst. Wir erinnern uns an die sagenumwobenen Inzidenzwerte während Corona. Sollten diese Temperaturen dann irgendwie und irgendwo gemessen werden, treten Schutzmaßnahmen in Kraft. Es bleibt unbestimmt. Das öffentliche Leben soll aber eingeschränkt werden. Dazu dient auch eine neu entwickelte App. Klingt das für Sie nicht auch sehr bekannt? Wie immer großartig. Nun kommen wir zur Vorschau. Was erwartet unsere Zuschauer? Morgen Samstag am 30. September haben wir das große Auf1-Interview. Hier hat Elsa Mittmannsgruber den Schweizer Professor Konstantin Beck im Gespräch. Sie sprechen, wie in der letzten Sendung auch schon angekündigt, über die Themen Geburtenrückgang, Säuglingssterben, Unfruchtbarkeit und noch vieles mehr. Es ist ein erschütterndes Thema, aber darüber müssen wir sprechen. So der Appell von Elsa Mittmannsgruber. Ich habe Ihnen einen kurzen Ausschnitt aus dem Gespräch mitgebracht. Da steht zum Beispiel, es gibt keine Bedenken für den letzten Drittel der Schwangerschaft. Also wenn Sie im dritten Drittel sich impfen lassen, dann ist das kein Problem. Und da würde ich meinen, das stimmt wahrscheinlich sogar. Weil wenn man sich eine Schwangerschaft anschaut, wir haben hohe Abortrisiken am Anfang, wir haben mittlere Abortrisiken im zweiten Drittel, dann haben wir vielleicht geringe Abortrisiken am Schluss. Aber die Studie sagt explizit, wir können gar keine Aussage machen zum ersten und zweiten Drittel. Also da, wo es wirklich risikoreich ist, kann die Studie keine Aussage machen. Und aufgrund von dem sage ich, ja, das ist für die ganze Schwangerschaft kein Problem. Also das verstehe ich dann nicht mehr. Und noch schlimmer, oder? Wenn man die Studie genau liest, das steht so wortwörtlich drin. Das nächste stand dann drin, wenn man die einzelnen Zahlen zusammengesetzt hat. Irgendwann haben sie gesagt, die häufigste schwangerschaftsspezifische Nebenwirkung, also neben Kopfschmerzen und dem Käse, was sonst noch gab, sind Aborte, Spontanaborte. Und dann haben sie auch Zahlen angegeben, habe ich das durchgerechnet, 80% der Schwangeren, die geimpft waren, hatten ein Spontanabort. Das stand in dieser Studie drin, das kann man runterladen, die ist zugänglich. Und also da kam ich wirklich aus dem Staunen nicht mehr raus. Es ist wirklich erschütternd, was Professor Beck hier erzählt. Gut, abhaken, wie geht's weiter? Am Sonntag, den 1. Oktober, kommen wir mit der ersten Sendung, mit der ersten Folge von Schlagabtausch auf 1. Unsere ersten beiden Kontrahenten, Jimmy Gerum und Gerhard Wisniewski, diskutieren ihre konträren Meinungen und Standpunkte zum Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk abschaffen oder reformieren. Eins kann ich schon verraten, du wirst es wissen, hier ging es wahrlich heiß her. Ich habe hier einen kurzen Ausschnitt mitgebracht. Aber was bei Herrn Wisniewski so schlimm ist, ist, dass er nicht mal diese Regel befolgt. Audiator et altera pars ist nämlich genau die Stellungnahme, die er von mir einfordern hätte sollen, als er mich diffamiert hat und persönlich beleidigt hat, als korrupt und als unaufrichtig. Wie er auch jetzt gerade schon wieder angedeutet hat, ich würde in irgendeiner Weise einen Posten bei der ARD sozusagen fordern. Habe ich dir überhaupt nicht gesagt? Doch, ist Ihre Gewohnheit, falsch zu zitieren? Wir haben es hier sogar schriftlich. Ich habe das jetzt hier nicht gesagt. Sorry. Sie können es vorlesen, wir haben es da. Das ist schriftlich, was Sie da geschrieben haben in Ihrem Kanal. Ich bin quasi korrupt. Und das habe ich nicht gesagt. Das ist auch ganz okay. Bitte zitieren Sie mich nicht falsch. Ja, wo wollen Sie eigentlich hin? Wollen Sie denn seriös arbeiten? Nein, wir können gerne. Oder wollen Sie andere Menschen falsch zitieren? Bitte zitieren Sie das mal, weil hier geht es auf die persönliche Ebene. Und deswegen ist es so spannend, unser Gespräch. Denn ich erwarte heute, genauso wie von der ARD in der Tagesschau, erwarte ich heute eine Entschuldigung von Ihnen für die persönlichen Angriffe. Ja, denn sachlich bin ich ganz bei Ihnen. Sachlich können Sie sagen. Sie sind eben
nicht bei mir. Das ist sachlich, einfach falsch, was doch, Sie hier erzählen. Sachlich bin ich bei Wir Ihnen. Absolute Gegensätze. Ausreden lassen. Es ist absolut sachlich falsch, sachlich bin Sie ich sagen. Bei Ihnen, dass man das durchaus als Naivität bezeichnen kann. Ja, ich kann Ihnen sagen, liebe Zuschauer, das wird wahrlich eine heiße, eine brisante Sendung. Freuen Sie sich drauf. Wir schauen weiter in die Zukunft. Montag, hier kann ich es wieder verkünden, Montag, 2. Oktober, hier geht es mit Tim Kellner, dem Love Priest, weiter. Er wird hier in gewohnter Weise sein satirisches Feuerwerk mit der Episode 4 abfeuern. Ich sage es wieder, ich habe diesmal auch keinen Schnipsel und Ausschnitt vom Tim Kellner mit dabei, aber ich kann Ihnen versprechen, wenn Sie Tim Kellner schon kennen, werden Sie auch von der 4. Episode nicht enttäuscht werden. Ja, da bin ich mir auch absolut sicher, nach dem, was wir bisher gesehen haben. Das ist ja unglaublich, wie er ein Highlight nach dem anderen setzt. Schauen wir weiter voraus, die neue Woche dann. Am Dienstag, den 3. Oktober, haben wir wieder unser Serviceformat, die Sprechstunde auf 1 im Sendeplan. Sabine Petzl spricht diesmal mit den Fachleuten zum Thema Heimunterricht. Hier haben wir diesmal die Sechsfachmutter Dietlind Ramminger, einen ihrer Söhne Wolfgang Ramminger und den Pädagogen Samuel Schober zu Gast. Ich habe von Sabine schon eine der vielen spannenden Fragen vorab herauslocken können und sie hat es mir zugesandt. Und eine davon möchte ich Ihnen jetzt nicht vorenthalten. Die Frage geht an die Sechsfachmama. Und ich darf es vorlesen. Aus heutiger Sicht, 6 daheim unterrichtete Kinder bzw. 18 Jahre später, was rätst du Eltern, die ganz am Anfang stehen und möglichst viel gleich am Anfang richtig machen wollen? Boah, ich bin echt gespannt. Hut ab. Erstmal Respekt vor 6 Kindern und dann alle noch zu Hause unterrichtet. Auf diese Sendung freue ich mich wirklich. Und wie geht's weiter? Am Mittwoch geht es weiter, Mitte der Woche. Hier kommt unser Berlin-Format, Berlin Mitte auf 1 mit Martin Müller-Mertens. Diesmal mit einer Jubiläumssendung zu 33 Jahre Deutsche Einheit. Und für diese Sendung hat es sich Martin nicht nehmen lassen, Ihnen, verehrte Zuseher, persönlich und selbst einen kurzen Einblick in seine kommende Sendung zu geben. Am kommenden Dienstag feiern wir Geburtstag, den 33. Aber wer ist eigentlich der Jubilar? Deutschland? Nein, das ist viel älter. Der Beitritt der Länder zum Geltungsbereich des Grundgesetzes? Oh Gott, was für ein Partykiller. Aber vielleicht feiern wir ja einfach, dass nach 33 Jahren wieder mal ein Teil der Deutschen ihrer Regierung so richtig auf die Nerven geht. Egal. Ein Anlass, der wird sich schon finden. Und bei Berlin Mitte auf 1 möchte ich in der kommenden Woche zurückblicken und die Gegenwart analysieren. Zum Beispiel gemeinsam mit Angelika Barbe. Sie war damals in der Volkskammer und später im Bundestag und somit bei den entscheidenden Stunden mit dabei. Oder mit Hildegard Kethner. Sie erlebte Wende und Einheit als Mitglied des Neuen Forums und erinnert heute die Brandenburger daran, was Ethik ist. Und ich erzähle Ihnen, warum mit Angela Merkels Frisur alles begann. Und eins werden wir auf jeden Fall feiern, dass die da hinten uns nicht mehr aufhält. Prima, das wird ja eine schöne Jubiläumssendung. Bringt uns zum Donnerstag. Was genau, Donnerstag, den 5. Oktober. Hier kann ich jetzt das in der Anmoderation erwähnte neue Format vorstellen. Unser Chefredakteur Stefan Magnet startet hier an diesem Donnerstag mit seinem Format Visionen auf 1. Stefan möchte hier neue Wege, neue Positionen, neue Lösungsansätze aufzeigen. Wie das Format weitergeht, was genau der Hintergrund ist, hat Stefan in seinen Worten noch parat und das möchte ich kurz vortragen. Dieser gewiss nicht einfachen Aufgabe widmet sich das neue Format Visionen auf 1, das ab sofort einmal im Monat erscheinen wird. Das war auch ein vielfacher Wunsch unserer Zuseherschaft, konstruktive Lösungsansätze, Pioniere zu zeigen, die bereits neue Wege beschreiten und eben dieses erkennen, dass es neue Wege benötigt, nicht nur das Alte zu kritisieren, sondern auch neue Auswege zu zeigen, auch wenn diese noch ins Unreine gesprochen sein mögen. Diesem Auftrag widmet sich dieses Format Visionen auf 1. In der ersten Ausgabe beschäftigt sich Stefan mit dem Thema Bildung, mit der aktiven Bewusstseinsbildung in Gemeinschaften.
Der Titel der aktuellen Sendung wird lauten Revolution durch Wissen. So wichtig ist Weiterbildung für die Freiheitsbewegung. Er spricht hier unter anderem mit dem Freilerner und dem Gedächtnistrainer Ricardo Leppe. Ich habe einen kurzen Ausschnitt auch von dieser neuen Sendung mitgebracht. Wir müssen das verkrustete System aufbrechen. Das ist längst notwendig. Und mit jeder Generation, die selbst die schulischen Umerziehungsanstalten durchlaufen hat, wird es schwerer, aus den vorgefertigten Bahnen auszubrechen. Denn konformistische Eltern erziehen konformistische Kinder. Wenn, ja wenn, sie sie überhaupt erziehen. Denn immer häufiger wird Bildung zur alleinigen Aufgabe des Staates. Kitas, Ganztagsschulen, Nachmittagsbetreuung, während die Eltern immer länger an ihrem Arbeitsplatz sitzen, um die steigenden Rechnungen bezahlen zu können, indoktriniert Erzieher die nächste Generation zu braven Schafen. Erzieher, die selbst ihren Konformismus-Lehrgang in den Schulen und Universitäten absolviert haben. Erzieher, die selbst bereits seit Jahren die Systemmedien blind konsumieren. Natürlich nicht alle, aber die Masse. Und die, die es nicht tun, die kritisch sind, unangepasst, frei, die werden aussortiert, gefeuert und zur Anpassung gemaßregelt. In den letzten Jahren reichte es dafür schon aus, keine Maske zu tragen oder nicht geimpft zu sein. Ein weiteres spannendes, tiefgründiges und zur Aufklärung beitragendes Programm, gerade für mich als Spielmacher natürlich eine mega interessante Sendung. Und spannend geht es auch weiter, Thomas. Am Freitag, den 6. Oktober, haben wir den amerikanischen Wissenschaftler und Unternehmer Dr. E. Martin bei uns im Gespräch, im großen Interview auf 1. Du durftest das Interview mit Dr. Martin führen. Thomas, kannst du unseren Zusehern kurz einen Einblick geben? Was habt ihr besprochen? Dieser Mann hat mich von der ersten Minute an gefesselt. Der bringt so viel Hintergrundinformationen mit, belegt mit Fakten, Fakten, Fakten. Das Interview dauert knapp 24 Minuten und es ist spannend und fesselnd von der ersten bis zur letzten Minute und jedem zu empfehlen. Wir haben einen Schnipsel mit. Oh cool. Aber was noch wichtiger ist, und das muss die Öffentlichkeit verstehen, dass bei den mRNA-Injektionen, die mit Corona eingeführt wurden, weder auf die Sicherheit der Injektionen noch auf die Sicherheit der darin enthaltenen Substanzen getestet wurde. Es gab also keinerlei Sicherheitsstudien. Die Öffentlichkeit muss verstehen, dass es sich bei der Aussage sicher und wirksam um Marketing handelt. Das ist nicht wahr. Es gibt keine wissenschaftlichen Untersuchungen, die jemals die Sicherheit nachgewiesen hätten. Und was noch wichtiger ist, im Fall der mRNA-Injektionen wurde den institutionellen Prüfungsausschüssen aller großen medizinischen Zentren mitgeteilt, dass es sich um ein Verfahren handelt, bei dem mit der Verabreichung, ich zitiere, direkt am Menschen getestet wird. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass wir einem Menschen als erstem Versuchstier einen experimentellen Stoff injizieren. Das ist unethisch. Es verstößt gegen jeden Standard der Wissenschaft. Es verstößt gegen alle Rechtsnormen. Und das ist der Plan, den sie zum Erfolg führen wollten. Und wir arbeiten aktiv daran, ihn scheitern zu lassen. Ich darf auch jetzt am Samstag, den 7. Oktober, den Ball auch gleich wieder an dich spielen, Thomas. Spielen, Spielmacher. Du hast die neue Ausgabe vorproduziert. Um was wird es in dieser Ausgabe gehen? Mein Spielmachergast ist Dr. Michael Spitzbart. Und was er über die Medizin, über Ärzte, über die Pharmaindustrie verlauten lässt, das ist wirklich unfassbar interessant. Ich kann mich an keine Sendung erinnern, wo ich gefühlt so wenig Fragen stellen musste und so hochkarätige Antworten erhalten habe. Die Sendung ist der Hammer. Wie viele Kinder dadurch wirklich Schäden erlitten haben, allein die ganzen, wir sind ja intuitive Wesen. Wir lernen Menschen lesen, nicht nur hören, was er sagt, wir lesen das Gesicht. Und wenn man sieht, oft kann man sehen, da passt was nicht zusammen, dann ahnt man vielleicht mit etwas Menschenkenntnis, dieser Mensch lügt oder dem würde ich jetzt mal nicht zwingend vertrauen. Und das wurde halt behindert, dieses Lernen, dieses Lesen-Lernen wurde behindert. Und dann die Atemmasken, die ein Arbeiter, die FFP2-Maske, der darf das nur 90 Minuten, glaube ich, aufsetzen.
aufhalten. Dann musste wieder runter. Und das Kinder in der Schule von früh bis spät. Und auch die Lehrer muss sich fragen, wie, auf wessen Seite seid ihr? Ist das so gesund für die Kinder, was ihr da vorschreibt? Wie strikt müsst ihr diese vorgegebenen Normen einhalten? Wollt ihr die nicht ein bisschen hinterfragen? Vielleicht aufweichen hin und wieder in eurem eigenen Ermessen? Oder müsst ihr das wirklich eins zu eins, so wie es vorgegeben wurde, umsetzen? Und da ist den Kindern irre viel angetan worden. Und ich darf auch den nächsten Hammer, den Kulthammer, kann man schon so sagen, auch für Sonntag ankündigen. Hier ist Stefan Magnet wieder im großen Auf-1-Interview mit dem Kultduo zugange. Dr. Hannes Strasser und Magister Gerald Hauser. Sie sprechen hier über die Corona-Aufarbeitung und über den WHO-Pandemie-Vertrag. Ich habe auch hier einen kurzen Ausschnitt aus dem spannenden Gespräch mitgebracht. Man hat im österreichischen Parlament im Juni dieses Jahres hat man das Impffinanzierungsgesetz mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ, Grüne und NEOS beschlossen. Wieder Gegenstimme FPÖ. Auf der einen Seite hat man gesagt, Corona ist vorbei, und auf der anderen Seite hat man Folgendes beschlossen, dass jede Gemeinde 20 Euro bekommt pro Person, die in ihrer Gemeinde wieder im Zeitraum von 1. Juli 2023 bis zum 31. März 2024 geimpft wird. Also 20 Euro bekommt eine Gemeinde, für das ein Bürger, der in dieser Gemeinde gemeldet ist, sich in diesem Zeitraum 1. Juli 2023 bis 31. März 2024 sich impfen lässt. Ich habe die Frage an Herrn Minister Rauch gestellt. Dann hat er den Kopf vorniedergetan und gesagt, Herr Minister, jetzt erklär's mir mal, was hat das, welchen gesundheitspolitischen Effekt hat das, dass man den Gemeinden 20 Euro pro Impfling in diesem Zeitraum gibt? Das ist ja alles absurd, was derzeit abläuft bei uns in der Politik. Und die Menschen verstehen das, Gott sei Dank, zu Recht nicht mehr, dass das Geld mit beiden Händen beim Fenster hinausgeschmissen wird und auf der anderen Seite vom Gesundheitssystem angefangen bis hin zu fehlt das Geld an allen Ecken und Enden. Und die Menschen können sich das tägliche Leben nicht mehr leisten und auf der anderen Seite wird das Geld vernichtet. Unfassbar. Kultig, liebe Zuschauer, geht dieser Ausblick also zu Ende. Wir sind damit am Ende dieser Sendung angekommen, verehrte Zuschauer. Sie finden alle unsere Sendungen wie gewohnt auf unserer Internetseite unter www.auf1.tv. Wie Sie uns im Satellitenfernsehen finden können, erfahren Sie unter www.auf1.tv/empfang. Danke, Andreas, für deinen Rückblick und vor allem auch für den spannenden Ausblick. Ich freue mich auf die kommende Sendewoche. Danke Ihnen fürs Zusehen, liebe Zuschauer. Bleiben Sie dran, verbreiten Sie unser Programm bitte und schauen Sie nächsten Freitag wieder auf einen Blick bei uns vorbei.